Übertreten oder übertreten, überziehen oder überziehen, umschreiben oder umschreiben. Verben mit Doppelbedeutung, die du kennen musst, zeige ich dir in diesem Video. Teil 2. Los geht's. Das nächste Verb ist das Verb durchbrechen. Es bedeutet mit Gewalt durch eine Absperrung dringen. Zum Beispiel, die Demonstranten haben die Blockade durchbrochen. Das trennbare Verb durchbrechen bedeutet eine Sache in zwei Teile brechen. Zum Beispiel, er hat das Brett in der Mitte durchgebrochen. Durchbrechen kann aber auch bedeuten, dass man durch eine Sache fällt und nach unten stürzt. Zum Beispiel, er ist beim Schlittschuhlaufen durch die Eisdecke durchgebrochen. Das nächste Verb ist das Verb umschreiben. Es bedeutet etwas genau beschreiben und festlegen. Zum Beispiel, der Chef hat die Aufgaben des neuen Angestellten genau umschrieben. Es bedeutet aber auch etwas mit anderen Worten sagen, also paraphrasieren. Zum Beispiel, er wusste das Wort nicht und hat es mit einem anderen Wort umschrieben. Umschreiben als trennbares Verb bedeutet etwas Geschriebenes umarbeiten. Zum Beispiel, der Schriftsteller hat seinen Roman umgeschrieben. Dann kommen wir zum Verb überziehen. Überziehen bedeutet eine Sache mit einer Schicht bedecken. Zum Beispiel, der Bäcker hat die Torte mit Schokolade überzogen. Überziehen bedeutet aber auch übertreiben und zu weit gehen. Zum Beispiel, ich fand seine Kritik ein bisschen überzogen. Überziehen als trennbares Verb bedeutet, sich ein weiteres Kleidungsstück anziehen. Zum Beispiel, es ist sehr kalt im Zimmer, ich ziehe mir eine Jacke über. Jemanden eins überziehen bedeutet aber auch, jemanden mit einer Sache einen Schlag versetzen. Zum Beispiel, der Polizist hat dem Dieb eins übergezogen. Das nächste Verb ist das Verb überspringen. Es bedeutet eine Sache mit einem Sprung überwinden. Zum Beispiel, der Läufer hat das Hindernis übersprungen. Es bedeutet aber auch eine Sache auslassen. Zum Beispiel, er hat die letzten Kapitel in seinem Buch übersprungen. Das trennbare Verb überspringen bedeutet, sich sehr schnell von einer Position an eine andere bewegen. Zum Beispiel, der elektrische Funke ist übergesprungen. Es bedeutet aber auch, sehr schnell das Thema wechseln. Zum Beispiel, der Redner sprang auf ein anderes Thema über. Das nächste Verb ist das Verb unterstellen. Es bedeutet, in der Hierarchie unter einer anderen Person sein. Zum Beispiel, die Behörde ist dem Innenministerium unterstellt. Unterstellen bedeutet aber auch annehmen oder vermuten. Zum Beispiel, ich unterstelle ihm, dass er die Wahrheit gesagt hat. Das trennbare Verb unterstellen bedeutet Schutz suchen und sich unter eine Sache, zum Beispiel ein Dach, stellen. Zum Beispiel, es hat geregnet und sie haben sich an der Bushaltestelle untergestellt. Das nächste Verb ist das Verb übertreten. Es bedeutet etwas gehend überschreiten, also überqueren. Man kann zum Beispiel eine Grenze übertreten. Es bedeutet aber auch oft gegen ein Gebot oder gegen eine Regel verstoßen. Zum Beispiel, der Angeklagte hat 10 Gesetze übertreten. Das trennbare Verb übertreten bedeutet im Sport über eine Markierung hinwegtreten. Mit einem Fluss bedeutet es, dass der Fluss über die Ufer tritt. Zum Beispiel, der Fluss ist nach dem Starkregen übergetreten. Es bedeutet aber auch konvertieren, also sich einer anderen Religion anschließen. Zum Beispiel, er ist letztes Jahr zum Katholizismus übergetreten. Das waren die wichtigsten Verben mit Doppelbedeutung. Hast du gemerkt, dass die trennbaren Verben eher wörtlich zu verstehen sind? Also auch das bedeuten, was
man meint. Die nicht trennbaren Verben haben eher eine andere Bedeutung, also mehr eine übertragene Bedeutung. Welches dieser Verben war komplett neu für dich und hat dich wirklich überrascht? Ich will, dass du einen Kommentar mit einem dieser Verben hier unter das Video schreibst. Matthias und ich wissen, dass du es schaffen wirst, diese Verben in dein gesprochenes Deutsch zu integrieren. Wir glauben an dich. Vergiss auch nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Ich wollte dich auch noch einmal daran erinnern, dass Matthias und ich den gratis Videokurs Die 61 Klänge für perfektes Deutsch für dich produziert haben. Du findest den Link zu diesem Kurs unten in der Videobeschreibung. Hol ihn dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ich bin dein Deutschlehrer Simon. Bis bald. Put it out the coupe and the light.